Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz des HC Erlangen vor dem Heimspiel am kommenden Mittwoch um 19 Uhr gegen den HSC 2000 Coburg. Auf dem Podium begrüße ich herzlich unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Trainer Michael Haas und unseren Linksaußen Christopher Bissel. Die erste Frage geht heute wieder an René. René, normalerweise ist vor so einem Franken-Derby immer jede Menge zu tun im Vorfeld. Der Fanansturm ist riesig. Das bleibt jetzt natürlich auf der Corona-Situation ein bisschen auf der Strecke, aber was erwartest du denn für ein Spiel am Mittwoch? Ja, hallo erstmal. Du hast recht. Aktuell muss dieses Spiel noch ohne Zuschauer stattfinden. Ich hoffe natürlich, dass wir möglicherweise sogar noch in den nächsten Wochen da vielleicht vor wenigstens ein paar Zuschauern noch die Saison ausklingen lassen können. Die Chancen stehen nicht schlecht, aber das werden wir in den nächsten Tagen bzw. Wochen dann sehen. Jetzt geht es erstmal aber um natürlich das Derby, das, ja, wie du schon richtigerweise gesagt hast, immer große Wellen schlägt. Das ist in diesem Fall natürlich etwas anders, aber nichtsdestotrotz wissen wir, was uns da am Mittwoch erwartet. Wir wissen auch, was für ein Programm wir in den letzten Wochen hatten. Wir wissen auch, was für eine Personallage wir haben, aber das alles zählt am Mittwoch nicht. Das ist ein Derby, wo wir noch einiges gut zu machen haben. Wir wissen, dass wir im Hinspiel nicht unsere optimale Leistung abgerufen haben. Und genau darum geht es jetzt in 2 Tagen. Das ist ein Spiel, was wir einfach gewinnen wollen, gewinnen werden, weil wir einfach dort die kämpferische und bessere Mannschaft sein werden. Das muss unser Anspruch sein. Und da werden wir nochmal, obwohl das Programm der letzten Wochen sehr, sehr kräftezehrend war, einfach nochmal alles reinlegen müssen. Das ist kein Spiel, wo du einen Schönheitspreis gewinnst, wo die bessere Taktik oder sonst was, sondern das ist wirklich die Mannschaft, die das mehr will, die mehr investiert, die wird dieses Spiel gewinnen. Coburg, nahezu abgestiegen, hat nichts zu verlieren. Die wollen natürlich uns dann nochmal ärgern in unserem eigenen Wohnzimmer und wir werden alles daran setzen, das zu verhindern. Und wir konzentrieren uns auch nur auf uns selber und weniger auf den Gegner oder die Umstände drumherum, sondern wir wollen und werden dort eine gute Leistung abrufen mit dem Personal, was wir haben. Und da sind noch genug Jungs dabei, ob das jetzt hier Chrissy ist oder andere, die hervorragend Handball spielen können, die hervorragende Kämpfer sind. Und genau solche Typen brauchen wir dort. Deswegen bin ich optimistisch für dieses Spiel, freue mich auch drauf. Ein Derby ist immer was Besonderes, auch wenn es keine Zuschauer hat. Es wird trotzdem eine tolle Stimmung sein. Ja, und darauf gilt jetzt der gesamte Fokus. Und da werden wir mal sehen, wie das Franken-Derby in 2 Tagen läuft. Aber wie gesagt, ich bin optimistisch und freue mich auf das Spiel. Dankeschön. Danke, René. Ja, Michael, ihr seid jetzt heute Nacht aus Berlin wiedergekommen. Ihr seid ja mittlerweile schon gewöhnt, dass ihr kaum Zeit habt, euch richtig vorzubereiten auf die nächsten Partien. Was stimmt euch dennoch zuversichtlich, dass ihr am Mittwoch als Sieger vom Feld gehen werdet? Ja, guten Morgen erstmal. Also das ist natürlich ein Spiel, auf das wir im Grunde eigentlich warten, seitdem das Hinspiel in Coburg abgepfiffen wurde, weil wir einfach wissen, dass wir da einen Fehler gemacht haben. Wir haben da nicht gut gespielt. Wir haben das Derby verloren, was einfach uns sehr, sehr wehgetan hat. Und jetzt, spätestens seit wir gestern aus dem Bus ausgestiegen sind, aus Berlin, ist das alles vergessen. Die ganze Situation, alles, worüber viel geredet wurde, ist jetzt vorbei. Wir konzentrieren uns jetzt auf dieses Spiel. Die Jungs wissen das, ich weiß das, dass es ein wichtiges Spiel ist, dass das, wie René schon gesagt hat, hohe Wellen schlägt. Und wir sind dafür bereit. Wenn wir in den letzten Wochen was gelernt haben, dann ist das, wie wir zusammen kämpfen. Und das ist das, was mich einfach hochgradig optimistisch stimmt, dass wir einfach einen Weg gefunden haben, jetzt hier zusammen zu performen, zusammen zu kämpfen, bis es nicht mehr geht. Und ja, wie René schon gesagt hat, es geht hier nicht um Schönheitspreis, es geht um irgendwas, es geht nur darum, alles da reinzuwerfen in dieses Spiel. Und ich habe das schon bei meiner Mannschaft gemerkt, auch gestern schon nach, sagen wir mal, einem Spiel, was schwierig war, aber danach waren direkt schon wieder alle Augen haben geleuchtet, der ganze Fokus war schon wieder gleich auf das Spiel auf Mittwoch und deswegen mache ich mir da, was die Einstellung, was den Kampfgeist angeht, überhaupt keine Sorgen. Es ist ein schweres Spiel, wir sollten da uns von der Tabellensituation und von allem, was bis jetzt war, überhaupt nicht beeinflussen lassen. Es ist ein Derby, man sagt, Derby hat seine eigenen Gesetze und wir sind da auf jeden Fall bereit für. Dankeschön. Ja, Chrissy, auch wenn jetzt die Derby-Stimmung, wie man sie vielleicht in den letzten Jahren gewohnt war, ausbleibt. Ist man da als Spieler trotzdem irgendwie ein bisschen mehr aufgeregt als sonst vor so einem Spiel oder ist es für euch Daily Business? Ich denke, das muss man unterscheiden. Bei mir ist es natürlich nicht Daily Business, weil ich das schon, seit ich
in Handball denken kann, die Duelle gegen Coburg kennen. Das heißt, da ja, hat man immer noch mal eine extra Motivation, das gewinnen zu wollen, einfach ob der Ehre, sage ich mal. Aber klar, also ich denke spätestens, nachdem wir es im Hinspiel nicht geschafft haben, da die nötige Intensität aufs Spielfeld zu bringen, wissen jetzt mittlerweile, glaube ich, auch alle Leute in und um die Mannschaft herum, was dieses Spiel für Fans, Mitarbeiter, was auch immer, alle Leute in der Region eben bedeutet, die sich für Handball interessieren, und das wird uns nicht mehr passieren. Danke. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Einfach reden. Dann rede ich einfach hier rein. Frage an Christopher Bissler. Gerade schon angesprochen, in den letzten Wochen immer gekämpft, viele Verletzte. Wie schafft man es dann in so einem Spiel vielleicht noch mehr zu kämpfen, noch eins draufzusetzen? Ja. Wie schafft man es noch mehr zu kämpfen? Ich denke, wenn man das Spiel gegen Göppingen zum Beispiel gesehen hat, viel mehr kämpfen geht nicht. Und wenn wir es schaffen, so da zu sein wie in dem Spiel, dann haben wir, denke ich, keine Probleme am Mittwoch. Ja, gestern wieder das Thema Verletzungen, es reißt nicht ab. Hampus Olsen umgeknickt, wird eher wahrscheinlich fraglich sein fürs Derby oder länger? Wir wissen es noch nicht ganz genau, aber also so wie er gestern vom Platz gehumpelt ist, habe ich da ehrlich gesagt wenig Hoffnung. Ja, war eine saublöde Situation, über die ich mich auch jetzt immer noch ärgere, weil es eigentlich eine Situation war, über die seit langem diskutiert wird und es einfach eine gefährliche Situation war für den Spieler, die mich jetzt einen Spieler gekostet hat, über die eigentlich in 90% der Fälle auf 7 Meter und 2 Minuten entschieden wird. Und habe mich sehr geärgert, dass das jetzt zum wiederholten Mal bei uns einfach mal nichts war. Und das, ja. Wir haben die Szene ja nochmal angeguckt. Ist jetzt bitter, dass mich dass es in Hamburg jetzt getroffen hat. Und ja, war ich nicht so richtig mit einverstanden gestern. Zum wiederholten Mal beim HCE nichts war, hat man manchmal das Gefühl, man hat noch nicht das Standing in der Liga im Vergleich zu anderen Vereinen? Nochmal, es geht nicht um grundsätzliche Sachen. Es geht einfach konkret um diese Situation auf Außen, über die einfach viel diskutiert wurde, was ein Riesenthema war, dass die Außen geschützt werden sollen und man sich eigentlich darauf verlässt, dass in so einer Situation, wenn schon ein Spieler verletzt ist, es wenigstens irgendwas gibt. Aber es ist schwierig, sich da in der Situation jetzt auf irgendwas zu verlassen. Gerade klang da Optimismus an, dass die Saison vielleicht noch mit Zuschauern oder ein paar Zuschauern zu Ende geht. Gibt es schon einen Zeitpunkt? Also geht es jetzt wirklich dann wieder nur um den Inzidenzwert, der entsprechend noch fallen muss? Oder gibt es so einen Stichtag, wo man sagt, ab da probieren wir es nochmal? Also ich glaube, man verfolgt ja das ganze Thema schon seit vielen Wochen und Monaten. Und wie man ja auch zuletzt jetzt verfolgt hat, kommen ja immer mehr Lockerungen als weitere Verschärfungen. Die Inzidenzen fallen immer weiter, auch hier in der Region, ob das jetzt hier in Erlangen ist, aber auch in Nürnberg. Und dementsprechend ja, fallen natürlich immer mehr Themen weg, die uns daran hindern, Zuschauer nicht in die Halle lassen zu dürfen. Wir sind da im guten Austausch mit der Politik, mit den Gesundheitsämtern. Und wie gesagt, ich bin da sehr hoffnungsvoll, dass wir möglicherweise sogar noch bei einem oder zwei der letzten Spiele noch Zuschauer haben werden. Aber wie gesagt, da kann und möchte ich noch nicht zu weit vorgreifen. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen bzw. Wochen entscheiden, wie es da weitergeht. Wir sind im guten Austausch und hoffen natürlich sehr mit unseren Partnern, Fans und allen, die es dem HC wohlwollend gegenüberstehen oder einfach auch allgemeiner Handballfans nochmal einen guten Saisonausklang mit Zuschauern feiern zu können, ähnlich wie wir ihn am Anfang beim ersten Heimspiel gegen Melsung hatten. Das wäre eine große Hilfe, muss man ganz klar sagen, und würde uns alle, glaube ich, noch mal ein Stück weit optimistischer stimmen, was die Zukunft angeht. Dann die letzte Frage von mir noch. Aufgrund der vielen Verletzten, des engen Terminkalenders, muss man sein Saisonziel vielleicht noch mal korrigieren, das man immer ausgegeben hatte, weil man sagt, das ist in der Konstellation eigentlich nicht so hinzukriegen, oder ändert man daran jetzt nichts mehr? Ja, ich habe es ja beim letzten Mal schon mal angedeutet. Also ich meine, Saisonziele stellt man immer auf mit dem Kader, den man hat. Und natürlich weiß man auch, dass Verletzungen zum Sport, gerade zu so einem sehr kontaktfreudigen Sport wie dem Handball, mit dazugehören. Aber wenn man so hart getroffen wird, wie wir jetzt in den letzten Wochen, beziehungsweise wenn ich den Dezember dazu nehme, eigentlich über die gesamte Saison,
dann ist es Quatsch, über übergeordnete Ziele zu sprechen. Ich finde, wir holen sehr, sehr viel aus den Möglichkeiten, die wir haben, heraus. Wie schon gesagt, Hassan muss jede Woche im Grunde genommen wieder mit einer neuen Hiobsbotschaft klarkommen, den Kader neu zusammenstellen, neue Taktik aufstellen. Dass das keine alltägliche Situation ist und auch keine, mit der man im Vorfeld planen kann. Ich glaube, das liegt auf der Hand und deswegen gilt es jetzt einfach bis zum Ende der Saison das Maximum rauszuholen, was einfach mit den Jungs möglich ist. Wie gesagt, wir haben noch hervorragende Jungs in unseren Reihen und wir werden auch noch Spiele gewinnen. Auf welchem Tabellenplatz wir am Ende dann stehen, werden wir sehen. Aber wie gesagt, jetzt geht erstmal der volle Fokus auf Mittwoch und dann schauen wir weiter. Michael, die erste Frage hast du schon beantwortet. Ist es kein normales Spiel, das Derby? Auf keinen Fall. Ich bin jetzt in meinem 5. Jahr hier in Erlangen. In der Zeit, wir hatten, glaube ich, in meinem 1. Jahr auch das Derby. Ich weiß mittlerweile sehr gut, was das bedeutet, dass das nicht nur für uns Spieler wichtig ist, sondern einfach für die ganze Region auf beiden Seiten. Solche Spiele werden zu Recht hochgehangen. Das sind Highlights in der Saison. Und ich habe es eben schon gesagt, wir blenden alles aus, was bis jetzt war. Weil das ist einfach eine Mission, die wir haben. Das Spiel in Coburg hat uns sehr viel gekostet. Nicht nur diese zwei Punkte, sondern auch ein bisschen Flow. Und wir warten seitdem auf die Möglichkeit, das wieder gut zu machen. Am Ende des Tages sind es aber auch zwei Punkte, um die wir kämpfen. Und die geben wir nicht auf. Eine Frage an die beiden Herren. Sehen wir einen von den 8 Verletzten im Laufe der Saison überhaupt mal wieder? Oder sind die Verletzungen zu schwer, dass davon auszugehen ist, dass für die Herren Saisonende ist? Wir haben Hoffnung, dass noch Leute wiederkommen. Also ich sag mal, bei Clement Verlin zum Beispiel kann man vorsichtig optimistisch sein, dass wir ihn nochmal sehen. Alle anderen stehen auch noch Untersuchungen aus, muss man gucken, wie die Reha abläuft. Aber so ganz aussichtslos ist es nicht. Wie verläuft die Integration der neuen Spieler? Bei denen sieht man einfach, das sind ja Leute, die lange kein Handball gespielt haben. So, und die haben sehr viel Spaß am Handballspielen, die wollen reinkommen und ich finde, dass das immer besser wird. Ne? Der Benny Meschke zum Beispiel kommt immer besser rein. Da glaube ich, dass er uns jetzt auch wirklich helfen kann. Und er ist sowieso auch ein Krieger. Das ist die Mentalität, die wir morgen oder übermorgen brauchen. Das läuft gut, die Jungs passen gut in die Mannschaft und haben Bock, mit den Jungs jetzt zu kämpfen. Dieser 3-Tage-Rhythmus, in dem momentan gespielt wird, bedeutet der Körper oder man kann sich dran gewöhnen oder bedeutet das, es ist keine Regeneration möglich, weil der Zeitraum zu kurz ist? Es ist, trifft beides so ein bisschen zu. Natürlich gewöhnt man sich da auch irgendwie dran, aber trotzdem merke ich, wie die Jungs Körner lassen. Nicht nur körperlich, sondern auch mental. Wir sind diesen Rhythmus einfach nicht gewöhnt über die letzten Jahre. Aber nochmal, wir wussten alle, dass sowas auf uns zukommen kann. Wir beißen uns durch und ich finde, die Jungs machen das super. Die beißen, die machen und tun, dass es Situationen gibt, wo es dann auch mal in einem aussichtslosen Spiel nicht mehr geht. Muss man, glaube ich, verstehen. Und trotzdem wissen alle, dass jetzt für dieses eine Spiel wir werden nochmal die Arschbacken zusammengekniffen. Wenn ich mich nicht verguckt habe, habt ihr nach dem Coburger Spiel 11 Tage frei. Wie willst du die nutzen? Also, wie gesagt, wenn ich die Jungs angucke und wenn sie, wie wir das erwarten, übermorgen nochmal alles raushauen, dann werden sie auch ein paar Freitage brauchen und bekommen. Dankeschön. René, zur Integration der Neuen, du hattest ja also normalerweise mit ihren Spielern verpflichtet, weil ja auch dieser Charaktercheck durchgeführt, hattest es aufgrund der kurzen Zeit keine Möglichkeit, die Jungs zu prüfen oder passen sie glücklicherweise rein? Also ich sag mal ganz allgemein, jeden Spieler, den wir zum HC Erlangen holen, ganz egal, ob das ein monatelanges Scouting ist oder ein Scouting von wenigen Tagen bis Wochen, wir werden keinen Spieler verpflichten, von dem wir nicht überzeugt sind, dass er uns sportlich, aber auch menschlich weiterhilft. Das ist ganz klar, wie Hassan schon gesagt hat, wir brauchen hier keine Spieler, die einfach nur ihre Zeit absitzen, sondern wir brauchen Krieger, wir brauchen Leute, die Bock auf den Sport haben, die uns helfen wollen und die auch die entsprechende Mentalität mitbringen. Und bei allen, die wir jetzt kurzfristig nachverpflichtet haben, glaube ich, kann man das bedenkenlos unterschreiben. Die helfen uns sehr, sind wir auch sehr, sehr dankbar für, dass wir trotz dieser schwierigen Situation und auch der wenigen Alternativen, die es gibt, solche Jungs gefunden haben, die uns da helfen. Ist auch nicht alltäglich, weil
Sie haben jetzt auch nicht darauf gewartet, sofort wieder in diesen Leistungssport einzusteigen. Sie haben ja aus guten Gründen Ihre Karriere teilweise an den Nagel gehangen, aber jetzt uns zuliebe da wirklich nochmal gesagt, dass Sie uns da unterstützen. Und das spricht ja allein schon für den Charakter. Also wir kennen Sie ja auch alle persönlich, also das sind gute Jungs, die uns da wirklich jetzt weiterhelfen und wir sind sehr froh darum, dass wir sie haben. Also da tadelfrei, was auch den Charakter angeht. Christopher, eine Frage an Sie. Wie sehen Sie denn den Mai als Horrorszenario? Das heißt, Ihre Kameraden verletzen sich. Sie haben, sagen wir mal, schwankende Leistungen mit natürlich absolut drei Höhepunkten. Mannschaften, die haben Mannschaften geschlagen, wo man es nicht geglaubt hätte. Das war sicher auch für Sie eine neue Erfahrung oder einmaliger Vorgang, dieser Mai zum Beispiel. Ja, also in jeder Hinsicht war das ein Mai, den ich wahrscheinlich so in meiner Karriere noch nicht erlebt habe. Zu dem Thema Verletzungen, da versuche ich es immer so zu halten, mich da nicht groß mit zu beschäftigen, wer wegfällt, sondern mehr, wer nachkommen kann und wie man die bestmöglich dann auch einbringt. Wir haben viele sehr, sehr talentierte junge Spieler in der Hinterhand. Ich glaube, bei ganz vielen anderen Mannschaften würde der Kader deutlich schlechter aussehen, wenn 7 oder 8 Stammkräfte wegfallen. Also ich glaube, da können wir uns glücklich schätzen, dass wir noch so eine super schlagkräftige Truppe aufs Spielfeld kriegen. Und auch ansonsten, dieser Rhythmus war neu für uns, aber wir haben uns da reingekämpft. Also ich denke, man kann uns in keinem dieser Spiele den Vorwurf machen, dass wir es nicht gewollt haben. Es gab einige schlechte Spiele, die dabei waren, zweifelsohne. Aber dass wir die Situation hatten wie in der Vergangenheit, dass man irgendwie das Gefühl hatte von außen, da fehlt irgendwie so das letzte Körnchen Einsatz, das kann man, denke ich, keinem derjenigen, die gespielt haben, zum Vorwurf machen. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann danke ich Ihnen ganz herzlich und dann sehen wir uns alle am Mittwochabend um 19 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung wieder. Dankeschön.